Offenbar haben Neandertaler bereits Konstruktionen gebaut. Nach Angaben der Forscher sind Kreisstrukturen in einer Höhle im Süden Frankreichs bei Aveyron an die 176.000 Jahre alt. Wozu die Kreise und Halbkreise dienten, ist unklar. Bisher war davon ausgegangen, dass hauptsächlich der Homo sapiens sich solcher Konstruktionen bediente. Auch wurden verbrannte Knochen gefunden. Professor Jacques Joubert von der Universität in Bordeaux erklärt, eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern sei in die Forschungen mit einbezogen. Dass der Neandertaler diese Höhle für welchen Zweck auch immer in Besitz genommen hatte, ist mehr, als wir uns jemals vorstellen hätten können. Die sechs Strukturen bestehen aus abgebrochenen Stalagmiten, die offenbar in Kreisen angeordnet waren und eventuell Mauern bildeten. An allen sind Spuren von Feuer.